Hallo, hallo, hallo. In Mathematik verstehen und üben, Klasse 6, 237, geht es um die Konstruktion von Rechenausdrücken. Auch hier würde ich dir empfehlen, einfach einen Zettel und Stift zur Hilfe zu nehmen. Die Zahl 1 Sechstel soll vom Produkt der Zahlen 1 Halb und 1 Drittel subtrahiert werden. Das heißt, du musst zunächst das Produkt der Zahlen 1 Halb und 1 Drittel bilden. Das heißt, 1 Halb mal 1 Drittel rechnen. Und von diesem Ergebnis soll die Zahl 1 Sechstel subtrahiert werden. Das heißt, minus 1 Sechstel. Und das kannst du jetzt weiter ausrechnen. 1 Halb mal 1 Drittel. Durch multipliziert man, indem man Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner rechnet. Einmal 1 ergibt 1 und 2 mal 3 ergibt 6. Das steht dann nur noch 1 Sechstel minus 1 Sechstel und das ist 0. Klicken wir auf neue Aufgabe. Multipliziert die Zahl 1 Halb mit der Differenz der Zahlen 1 Drittel und 1 Sechstel. Das heißt, du musst die Differenz der Zahlen 1 Drittel und 1 Sechstel ausrechnen. Das wäre also, Differenz heißt minus Drittel minus 1 Sechstel. Und wenn du da Differenz gebildet hast, sollst du das Ganze mit 1 Halb multiplizieren. Also mal 1 Halb. Und hier ist auch die Klammer wichtig, weil Punktrechnung geht ja vor Strichrechnung. Deswegen ist es wichtig, dass du hier auch die Klammer setzt. Und das kannst du weiter ausrechnen. Es ist 1 Drittel minus 1 Sechstel. Um zwei Brüche zu subtrahieren, musst du die auf den gemeinsamen Nenner bringen. Das heißt, gemeinsamen Nenner von 3 und 6 wäre in diesem Fall 6. Dazu musst du dann den ersten Bruch mit 2 erweitern, das heißt Zähler und Nenner mit 2 multiplizieren. Das heißt, für ein Drittel kannst du auch 2 Sechstel schreiben, indem du einfach Zähler und Nenner mit 2 multipliziert hast. Minus 1 Sechstel und das Ganze mal 1 Halb. Und das kannst du weiter ausrechnen. 2 Sechstel minus 1 Sechstel ergibt dann 1 Sechstel mal 1 Halb. Das ist die Klammer ausgerechnet, ergibt 1 Sechstel und das musst du mit 1 Halb multiplizieren. Und das bedeutet wieder Zähler mal Zähler, also 1 mal 1 ist 1, geteilt durch Nenner mal Nenner, 2 mal 6 ergibt 12. Also ein Zwölf. Wie du siehst, wenn du einen Zettel und Stift zur Hilfe nimmst, ist das gar nicht mal schwierig. Noch neue Aufgabe. Das Produkt der Zahlen 1 Drittel und 1 Halb soll vom Produkt der Zahlen 2 Drittel und 1 Viertel subtrahiert werden. Das heißt, du musst das Produkt der Zahlen 2 Drittel und 1 Viertel nehmen. Bedeutet 2 Drittel mal 1 Viertel. Und was sollst du dann machen? Von diesem Endergebnis sollst du das Produkt der Zahlen 1 Drittel und 1 Halb subtrahieren. Das heißt, subtrahieren heißt minus 1 Drittel mal 1 Halb. Und das kannst du jetzt weiter ausrechnen. Brüche werden ja multipliziert, indem du Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner rechnest. Das heißt, 2 mal 1 ergibt 2. Und 3 mal 4 ergibt 12. Minus 1 mal 1 ergibt 1. Und Nenner ist 3 mal 2. Oder 2 mal 3 ergibt 6. Und jetzt kannst du Brüche subtrahieren, indem du die auch auf den gleichen Nenner bringst. Das heißt, du musst dir jetzt einen Hauptnenner von 6 und 12 überlegen. Das wäre in diesem Fall 12.
Erste Buch hast du ja schon 12, und den zweiten musst du mit 2 erweitern, das heißt 10 und Nenner mit 2 multiplizieren. Dann bleiben da 2 Zwölften minus 2 Zwölften, das ist 0. Neue Aufgabe. Das Produkt der Zahlen 1 Drittel und 7 Sechstel soll um das Produkt der Zahlen 1 Drittel und 1 Sechstel vermindert werden. Das heißt, du sollst zunächst das Produkt der Zahlen 1 Drittel und 7 Sechstel ausrechnen. Du kannst multiplizieren, also 1 Drittel mal 7 Sechstel. Und vermindert heißt subtrahieren. Das heißt, von diesem Endergebnis sollst du das Produkt der Zahlen 1 Drittel und 1 Sechstel subtrahieren. Das heißt, minus 1 Drittel mal 1 Sechstel rechnen. Und das kannst du natürlich jetzt zum Beispiel auch so machen, entweder rechnen. Die einzeln aus, aber wenn hier steht 1 Drittel mal 7 Sechstel minus 1 Drittel mal 1 Sechstel, kannst du auch das Distributivgesetz anwenden und schreiben 1 Drittel mal Klammer auf und in der Klammer steht dann 7 Sechstel minus 1 Sechstel. Das kannst du auch wieder ausmultipliziert denken. 1 Drittel mal 7 Sechstel ist der erste Term und 1 Drittel mal minus 1 Sechstel ist der zweite Term. Und das ist 1 Drittel mal, und wenn du jetzt 7 Sechstel minus 1 Sechstel rechnest, sind das 6 Sechstel. Mal 6 Sechstel oder 6 Sechstel ist nichts anderes als 1. Also steht da 1 Drittel mal 1. Oder das mal 1 kann ich auch ganz weglassen und einfach ein Drittel schreiben. Auf neue Aufgabe. Die Differenz der Zahlen 1 Drittel und 1 Viertel soll mit der Differenz der Zahlen 1 Halb und 1 Viertel multipliziert werden. Das heißt, du sollst zunächst die Differenz der Zahlen 1 Drittel und 1 Viertel ausrechnen. Differenz heißt minus 1 Drittel minus 1 Viertel. Das ist die Differenz oder Unterschied der Zahlen. Und was sollst du damit machen? Mit der Differenz der Zahlen 1 Halb und 1 Viertel multiplizieren. Das heißt mal 1 Halb minus 1 Viertel. Und das kannst du weiter ausrechnen. Im ersten Fall musst du einen gemeinsamen Hauptnenner von 3 und 4 überlegen, das waren 12. Das heißt, du musst dazu diesen ersten Bruch mit 4 erweitern, damit Nenner 12 steht. Zähler und Nenner mit 4 multipliziert. 1 mal 4 ergibt 4 und 3 mal 4 ergibt 12. Wie sieht es hier aus, um auf 12 zu kommen? Da musst du den Nenner mit 3 multiplizieren, das heißt mit 3 erweitern. Zähler und Nenner mit 3 multipliziert. 1 mal 3 ergibt 3 und 4 mal 3 ergibt auch 12. Und in der zweiten Klammer, um diese beiden Brüche zu subtrahieren, musst du den gemeinsamen Nenner von halb und ein Viertel überlegen. Das wäre in diesem Fall ein Viertel. Dazu musst du den ersten Bruch auf 4 bringen, das heißt mit 2 erweitern. Zähler und Nenner mit 2 multipliziert bedeutet, für ein Halb kannst du auch 2 Viertel schreiben, minus ein Viertel. Und das kannst du weiter ausrechnen. 4 Zwölftel minus 3 Zwölftel ergibt nur ein Zwölftel. Und 2 Viertel minus ein Viertel ergibt ein Viertel. Und ein Zwölf mal ein Viertel, also Zähler mal Zähler ist einmal 1, ein Zähler, und im Nenner steht dann 4 mal 12 ergibt 48. Das erhältst du dann 1 geteilt durch 48.
Neue Aufgabe. Das Produkt der Zahlen 2 Fünftel und ein Drittel soll zum Produkt der Zahlen ein Drittel und drei Fünftel addiert werden. Das heißt, du sollst das Produkt der Zahlen 2 Fünftel und ein Drittel bilden. Das heißt, 2 Fünftel mal ein Drittel. Und dazu sollst du das Produkt dieser anderen beiden Zahlen addieren. Addieren heißt plus rechnen. Plus ein Drittel mal 3 Fünftel. Und jetzt hier steht ein Drittel mal 2 Fünftel plus ein Drittel mal 3 Fünftel. Das heißt, du kannst ja hier die Reihenfolge auch vertauscht denken. Das statt 2 Fünftel mal ein Drittel kannst du auch ein Drittel mal 2 Fünftel denken. Und dann kannst du wieder das Distributivgesetz verwenden und sagen, du kannst ja dann ein Drittel ausklammern. Das heißt, du kannst auch ein Drittel mal Klammer auf und dann steht in der Klammer 2 Fünftel plus 3 Fünftel. Kannst die Klammer ja auch wieder ausmultipliziert denken, dann steht ja ein Drittel mal 2 Fünftel. Das gleiche wie 2 Fünftel mal ein Drittel nach dem Kommutativgesetz. Und der zweite Term ist dann ein Drittel mal 3 Fünftel. Und das kannst du weiter ausrechnen, indem du ein Drittel mal, jetzt steht in der Klammer 2 Fünftel plus 3 Fünftel, ergibt 5 Fünftel oder 1. Das mal 1 kannst du auch weglassen, also ist das Ergebnis dann ein Drittel. Das sieht hier aus, die Differenz der Zahlen 5 Siebtel und 1 Drittel soll mit der Differenz der Zahlen 1 Drittel und 1 Siebtel multipliziert werden. Das heißt, du sollst die Differenz der ersten beiden Zahlen bilden. Differenz heißt wieder Minus rechnen, also Unterschied der Zahlen bilden. 5 Siebtel minus 1 Drittel. Und diese Differenz multiplizieren heißt mal nehmen. Mal. Und jetzt musst du noch die Differenz der anderen beiden Zahlen ausrechnen. Also ein Drittel minus ein Siebtel. Das kannst du jetzt weiter ausrechnen. Jetzt musst du dir einen gemeinsamen Nenner von 7 und 3 überlegen. Das wäre jetzt in diesem Fall 3 mal 7 oder 21. Das heißt, du musst den ersten Bruch mit 3 mit 3 erweitern. 3 erweitern heißt Zähler und Nenner mit 3 multiplizieren. 3 mal 5 ergibt 15 und im Nenner steht 3 mal 7 gleich 21. Und den zweiten Bruch ein Drittel, um da auf 21 zu kommen, musst du mit 7 erweitern. Das heißt, Zähler und Nenner mit 7 multiplizieren. 1 mal 7 ergibt 7 und 3 mal 7 ergibt 21. Und wie sieht es bei der zweiten Klammer aus? Das ist im Grunde genommen auch ein gemeinsamer Nenner von 3 und 7, ist dann auch 21. Das heißt, im ersten Bruch musst du mit 7 erweitern, Zähler und Nenner mit 7 multiplizieren. Das heißt, 1 mal 7 ergibt 7. Und im Nenner steht 3 mal 7 gleich 21 minus. Und den zweiten Bruch musst du mit 3 erweitern. Das heißt, Zähler und Nenner mit 3 multiplizieren. 3 mal 1 ergibt 3 und 3 mal 7 ergibt 21. Und das kannst du jetzt weiter ausrechnen. 15 21 minus 7 21. Da musst du 15 minus 7 ergibt dann 8 21 mal. Und hier steht dann 7 21 minus 3 21, 7 minus 3 ergibt 4 21. Zähler mal Zähler heißt 4 mal 8 ergibt 32 geteilt durch. Und der Nenner ist 21 mal 21. Das kann ich jetzt vielleicht nicht im Kopf ausrechnen, aber das kann man einfach mit einer Nebenrechnung machen. Dass du nur 21 mal 21 rechnen sollst, kannst du auch sagen, das ist 21 mal und für 21 schreibst du dann einfach 20 plus 1. Das Distributivgesetz benutzen.
Und das ist ja dann nichts anderes als, wenn du 21 mal 20 rechnest, 10 mal 21 sind 210 und das Doppelte von 210 sind dann 420. Dazu musst du dann noch 21 mal 1, also 21 addieren und das ergibt dann 441. Also ist das Ergebnis 32 durch 441. Auch das würde ich dir empfehlen, einfach gegebenenfalls so Nebenrechnung durchzuführen. Dann wird das immer einfacher. Und hier die letzte Aufgabe. Addiere zum Produkt der Zahlen ein Drittel und vier Fünftel. Das Produkt der Zahlen sieben Fünftel und ein Drittel. Das heißt, du sollst für das Produkt der Zahlen ein Drittel und vier Fünftel rechnen, also ein Drittel mal vier Fünftel. Und von diesem Ergebnis sollst du das Produkt der Zahlen an sieben Fünftel und ein Drittel addieren, also plus sieben Fünftel mal ein Drittel rechnen. Und hier könntest du auch wieder das Distributivgesetz benutzen. Das heißt, du könntest zum Beispiel auch schreiben, ein Drittel mal in Klammern und dann steht hier in der Klammer 4 Fünftel plus 7 Fünftel. Kannst auch wieder die Klammer ausmultipliziert denken, dann steht ja ein Drittel mal vier Fünftel, das ist dieser Term, und ein Drittel mal sieben Fünftel ist das der gleiche wie sieben Fünftel mal ein Drittel. So, im Kommutativgesetz kannst du auch vertauschen. Und das kannst du jetzt weiter ausrechnen, das ist ein Drittel mal und vier Fünftel plus sieben Fünftel ergibt vier plus sieben. Gibt 11, 5. Und das kannst du weiter ausrechnen. Zähler mal Zähler heißt einmal 11, ergibt 11. Und Nenner mal Nenner steht 3 mal 5, ergibt 15. Das ist das Endergebnis 11, 15. Ich zeige das einfach mal. Du hättest natürlich auch sagen können, wenn du jetzt nicht das Distributivgesetz benutzt hättest, dass du das auch schrittweise ab hättest auch ist rechnen können. Du hättest natürlich auch sagen können, du rechnest ein Drittel mal vier Fünftel aus. Das ist Zähler mal Zähler, wäre dann einmal vier ergibt vier und drei mal fünf ergibt 15. Das heißt, das ist der erste Bruch. Plus, und hier könntest du natürlich auch sagen, du rechnest 7 Fünftel mal ein Drittel, das heißt 10er mal 10er ist 7 mal 1 ergibt 7 und Nenner mal Nenner ergibt 5 mal 3 oder 3 mal 5 ergibt 15. Und dann rechnest du dann 4 15 plus 7 15, also 4 plus 7 gleich 11. 15. Kannst du natürlich auch genauso machen. Das ist ja schön in der Mathematik, dass es nicht den einen Lösungsweg gibt, sondern dass es unendlich viele Lösungswege gibt. Und die sollten im Idealfall auch alle aufs gleiche Endergebnis führen.